Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Robin Hood, die Legende von Sherwood. Es geht weiter hier. Letzten Part haben wir die gute Marion ein bisschen befreit und nun geht's weiter. Wir müssen noch ein bisschen Geld sammeln für König Richard, eine gut geschützte Kutsche. Und diese Kutsche wird von einer Eskorte herausragender Kämpfer begleitet. Sie muss wohl große Reichtümer transportieren. Das muss sie in der Tat und wir müssen jemanden mitnehmen, der klauen kann. Und wenn mich nicht alles täuscht, kann das die gute Marion. Ich habe den geheimnisvollen Geheimplan, dass ich Robin nicht mitnehmen werde. Ab jetzt. Aus sehr gründigen Gründen. Ja, sehr kryptisch, aber oh Gott, haben wir viele Pfeile. Ich sollte mehr Pfeile benutzen, ne? Gut. Ja, das sollte. Ja, genau, das passt. Alles klar, super. Dann stelle ich kurz unser Dreamteam zusammen und dann sehen wir uns wieder. So, das ist also unser Dreamteam, Marion, Scarlet und Little John. Geht's einmal los in den Wald. Ach, die Map freut mich doch direkt und ich sehe schon schwarze Leute. Für den Fall, dass sich der Krieg zu seinen Ungunsten wendet, hat Prinz John den Transport eines Teils seiner persönlichen Habe zu einem seiner Vasallen angeordnet, um sie vor Rammen in Sicherheit zu bringen. Die Spione unseres Helden haben jedoch den Plan entdeckt, an den sich der Transport halten muss. Jetzt müssen sich die Kameraden nur noch mit den Wachen auseinandersetzen, die der Prinz als Eskort eingeteilt hat. Da kriege ich ja jetzt schon Diabetes vor Freude. Ja, die schwarzen Ritter sind da, wie schön. Ich meine, wir haben sie letztens ja schon gesehen, aber jetzt dürfen wir sie auch in Aktion sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das die Mission ist, die ich denke, dies ist. Gucken wir mal, Lady Marion steht da so ganz knuffelig herum. Als ob die nicht entdeckt wird, hört sie mich verarschen. Na gut, knapp nicht. Ist ja auch besser so. Das wird ein Spaß. Ah, ausgezeichnet. Na, ob das so ausgezeichnet ist, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Machen wir einfach den Typen kaputt, der hier mal vorbeikommt erstmal. Der wird zwar Alarm schlagen, aber... Der läuft fast aus dem Bild raus, aus dem ich Arschloch. Na ja, komm, mach mal. Guck, guck. Verzeihung, Kleiner. Wen soll ich mir vorknöpfen? Das ist zwar vielleicht ein bisschen riskant. Wenn ihr soweit seid. Also nicht nur vielleicht, das ist sehr riskant. Wie geht's weiter? Und wenn wir jetzt auch ganz viel Glück haben, nee, das... Hm. Ja, ja, doch, doch, das sieht schon besser aus. Hallo. Komm, ah, okay, das sieht nicht so gut aus. Ja. Danke, dass du abgeblockt hast, wenn ich es gesagt habe. Nee, akzeptiere ich. So muss mir das Spiel gar nicht erst kommen. Okay, den lieben Herrn Rittersmann geht mir ein bisschen auf den Sack. Mit Lady Marion komme ich ja allerdings auch nicht allzu weit, weil sie eine zerbrechliche Frau ist. Ja, ich könnte den Rittersmann gut hier hinbringen. Oder zumindest versuchen. Ja. Ob es klappt, ist natürlich die zweite Frage. Warten wir mal, bis der Kollege wieder in Reichweite ist. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Anfang. Also, das glaube ich zumindest. Wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ja. Verzeihung, Kleiner. Ja, tut mir nicht so sehr leid. Muss so... Nicht so tun, als ob. Bis dann. Ich liebe das. Dann werden wir vielleicht einfach mal stattdessen mit... Wie geht's weiter? Will Scarlet hier Hallöchen sagen? Der ist ja dann, glaube ich, doch ein bisschen besser im Umhauen. Der ist ja umhauend. Ahahaha. Dankeschön, dass du abgeblockt hast, bis er dann tatsächlich auch fertig ist. Der wird sich so bald nicht wieder rühren. Super. Wir machen Fortschritt. Das lohnt es sich gleich mal zu speichern. Hoffentlich vermisst du deinen seinen Kumpel nicht. Ja. Das wäre sehr vorteilhaft. Okay. Jetzt ist die Frage, wird er rumheulen von wegen Hey Feinde oder? Okay, der wird jetzt gar nichts mehr sagen, ich verstehe. Das habe ich gar nicht mal gesehen, dass da eine Falle ist. Das ist natürlich praktisch. So, dich würde ich super liebend gerne hier sehen. Es wird mir eine Ehre sein. Dass du. Ah, wir könnten. Mein Morgenstern und ich warten auf eure Befehle. Kumpel Qualmsocke hier schnell herkommt. Die Leichen als Ablenkung benutzen.
Das war sauber. Ja, komm mal her. Aber der ruft jetzt wieder alle her, ne? Keine Bewegung! Auf in die Schlacht! Oder nur die zwei Idioten. Komm und teste meinen Morgenstern. Ja, komm her. Komm und teste meinen Morgenstern. Nee, kein Angriff. Ah, hör auf zu blocken. Ach, komm schon. Nimm das! Ja, nimm du dies. Ach, der ruiniert wieder meinen ganzen Fachplan. Ich werde es euch zeigen. Zeig's mir mal. Hast du den schon abgelenkt, ja? Ja. Was nun? Okay, wir können es schon mal nicht benutzen, um die Leichen. Die Leichen können wir nicht benutzen als Ablenkungsmanöver. Aber mit ein bisschen Glück greift er hier Will Scarland an. Und macht nicht seine Dingsattacke. Er macht seine Dingsattacke, weil er ein dummer Hurensohn ist. Ich traue mir nicht zu, das richtig zu timen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, bereite du dich mal auf ganz was anderes vor. Okay, ich hoffe, er ist außer Reichweite. Oh nein, nein, nein. Okay. Das funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, warum die jetzt normal gestorben sind, weil die waren eigentlich schon tot, aber ist ja auch scheißegal. Gut. Wir haben die wahrscheinlich nervigste Sache schon mal umgebracht. Weil der schwarze Ritter auch nochmal nervig wird. Anyway. Du kannst hier nicht hochjumpen, ne? Nee, das wäre zu einfach. Das heißt, du kommst hier auch nicht vorbei. Aber du kommst hier vorbei, stimmt. Die können ja dafür jumpen. Sie könnten einen jumpen, okay. Bist du. Achso, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre. Never mind. Hier bin ich. Will Scarlet. Gut, dann können wir uns ja hier vorsichtig vortasten. Halt doch selber. Nee, kein Angriff hier. Nun gut, ich höre auf. Besser so. Okay, eventuell sieht das der lieber Herr Bogenschütze. Nee, ich glaube, der sieht das nicht. Das ist doch noch ein Ritter. Das ist ja widerlich. Doch, das sieht der Bogenschütze. Es wird mir eine Ehre sein. Aber der sieht natürlich auch mich. Wer hätte das gedacht? Bin schon auf dem Sprung. Komm und teste meinen Morgenstern. Das war's mit dir, Freundchen. Könnten hier ein Ablenkungsmanöver. Und wenn wir es richtig timen, könnten wir eigentlich auch den Ritter da gefangen nehmen. Probieren wir es mal aus. Kannst du da schon rein? Nein, nein, nein. Sehr wohl. Schneller. Nice. Das ist schön. Er ist so gut wie erledigt. Das stimmt. Wir machen ihn jetzt Messer. Wagst du es gegen mich anzutreten? Leb wohl. Ich kümmere scheinbar nicht. Eiskalt, Motherfucker. Ja. So, können wir dich hierher lören? Geht das? Nee, du drehst dich wieder um, dann feck dich halt. Mein Morgenstern und eure Befehle. Da ist ein schwarzer Armbrustschütze. Nun denn. Das Nervigste, naja, ich weiß nicht, wie hardcore die schwarzen Bogenschützen schießen. Aber können die überhaupt noch krasser schießen? Ich glaube ja fast schon nicht. Ja. Wenn wir von hier, von der Mauer da hinten den Punkt da treffen könnten. Es ist wahrlich frustrierend. Ich bin ich und wer bist du? Ich bin deine Mutter. Na komm mal her. Wagst du es gegen mich anzutreten? Wie sie da einfach so rumsteht, wie so ein Jedi einfach gefühlt. Hey. Verzeih, du hast mir keine Wahl gelassen. Entschuldige dich doch nicht, sondern nur ein Schwachkopf. Verstanden. Okay, wir fressen uns ziemlich durch die Heilung durch, aber ja, okay, das funktioniert. Ich würde ungern ein Risiko eingehen, deswegen schmeißen wir den einfach mal in das lustige Netz hinein. Wenn er denn vorbeikommen würde. Und tschüss. Perfekt. Ich kümmere mich darum. Also ob es wirklich perfekt ist, bin ich mir nicht so sicher, aber es ist auf jeden Fall gut. Ich liebe das. Würdest du mich bitte sehen? Halt! Es wird mir komm nachher. Ehre sein. Dir komm und teste meinen Morgenstern. Bitte zeig's mir. Nimm das!
Hallo, kannst du mal umfallen? Zum Angriff! Ah, ich hab dich verarscht. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben. Ja, zum Glück versteht er dich nicht. Speichern und die falsche Taste drücken. Ja. Okay, können wir die vielleicht einzeln anlocken? Oder muss man so? Bisschen abchecken, was der Schwarze so auf dem Kasten hat. Hallo? Nein, geh doch nicht wieder weg. Naja, vielleicht möchte er mich dann sehen. Aber gern. Hey du, wer bist du? Hey, warte! Ja, ich warte doch, hier bin ich doch. Ich will den nicht in die Falle locken. Komm und teste meinen Morgenstern. Weil ich noch Hoffnung habe, dass ich den großen, bösen, schwarzen Ritter da rein... Auf in die Schlacht! Jieten kann. Ich liebe das! Komm mal her, du bist jetzt hier... Nein, 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 geh doch! Ach, das war... Das war... nicht so gut. Warum nicht? Das ist nicht von dir. Okay, perfekt. Nein, 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 nein. Ja. Nice. Wir haben Geld bekommen, cool. Das lief besser als geplant. Sah zuerst ziemlich scheiße aus, aber dann war es dann doch ganz gut. So, wir haben den bösen Rittersmann, der noch scheiße ist, und der schwarze Bogenschütze, der fragwürdig ist zumindest. In seiner Stärke und Schussfolge und whatever. Würdest du bitte nicht so offensichtlich wie möglich dahin rennen? Das sollte kein Problem sein. Ja, ich hoffe es doch, weil dann können wir vielleicht die Bogenschützen nur loslassen. Dann könnten sie sich vielleicht zumindest um die feindlichen Bogenschützen kümmern. Wie gut ist, der kann natürlich nicht so gut schießen, nur, aber naja. Hey, der hat nur 30 HP. Der Bogenschütze hat nur 30 HP. Ich habe das Spiel nicht auf leicht gestellt, ich war es nicht. Es sollte immer noch auf schwierig sein. Aber die zwei Bogenschützen sind tot, das ist cool. Ich habe wirklich keine Aua, tut mir leid. Ich hoffe nicht. Der wird sich so bald nicht wieder. Komm und teste meinen Morgenstern. Du, aua! Gut. Wenn es sein muss, bin schon auf. Der hat, glaube ich, aus Versehen die gleiche Soundfile wie Robin Hood. Kann das sein mit diesem Niha? War das alles? Ja, normalerweise habe ich das auch aus für dich. Du sagtest, du sollst stehen bleiben. Ich sterbe. Was macht denn der da? Ich sterbe. Achso. Danke für die Information. Der wird sich so bald nicht wieder rühren. Und der kriegt von all dem überhaupt nichts mit. Deswegen hat er die Ehre, erwürgt zu werden. Und doch. Ja, dann können wir eigentlich auch das Geld einsammeln. Der eine schwarze Lack kann mich mal am Arsch lecken. Money. Gar nicht gesehen, wie viel... Oh, dieses Geräusch tut ein bisschen unordentlich. Gar nicht gesehen, wie viel Kohle der schwarze Ritter eingebracht hat. Oh nein, jetzt hat er mich entdeckt. Komm und teste meinen Morgenstern. Angriff! Der wird sich so bald nicht. Oh Gott. Nee, 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 nee. Kumpel. Ich sagte doch, du sollst stehen bleiben. Ja. Nun gut. Sehr gut. Dieser Beitrag von Prinz John höchstpersönlich ist sehr willkommen. Es sollten jedoch keine weiteren Risiken eingehen, wenn zurück nach Sherwood. Ja. Ja, aber erstmal müssen wir noch den großen, bösen, schwarzen Mann plündern. Das klingt alles sehr, sehr falsch, aber das ist mir egal. Plünder. Warum kann eigentlich so eine angesehene Edel-Lady wie sie Leute ausrauben? Nur, wenn wir das wüssten. Anyway, gewonnen. Prinz John wollte seine Habe vor Robin schützen, aber das ist ihm nicht geglückt, wenn er wüsste, dass sie nun dafür verwendet wird, das Lösegeld seines Bruders zu bezahlen. Ja. Haha. Ein Freund von Scarlett kommt mit einer schrecklichen Neuigkeit nach Sherwood. Der Sheriff hat Robin in seine Gewalt gebracht, als er versuchte, Kontakt mit einem seiner Spione aufzunehmen. Es muss ein Trupp entsandt werden, um ihn zu befreien. Wie konnte das denn nur passieren? Und hat es funktioniert? Es hat nicht funktioniert. Verdammt. Das ist sehr schade. Nun denn, wir haben technisch gesehen das Lösegeld zusammen, die 100.000. Das ist schön. Nun müssen wir wahrscheinlich in der nächsten Mission erstmal Robin retten. Das werden wir auch tun.
Aber ihr kennt die Prozedur. Wir machen erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns zum nächsten Part wieder, wenn wir wahrscheinlich Robin befreien. Bis dahin. Tschüss.